Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat heute in Budapest einen neuen Versuch gemacht, eine humanitäre Lösung für die DDR-Flüchtlinge in der dortigen deutschen Botschaft zustande zu bringen. Zugleich wurde bekannt, dass Bundeskanzler Kohl bereits am Freitag eine persönliche Botschaft an DDR-Partei und Staatschef Honecker übermittelt hat. In der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin befinden sich derzeit 116 Ausreisewillige, in der Botschaft in Budapest mehr als 180. Der Dienstwagen der deutschen Botschaft stand heute Morgen über 2,25 Stunden vor dem ungarischen Außenministerium. Staatssekretär Suthoff war aus Bonn angereist, um mit dem ungarischen Außenminister eine Lösung in der Frage der DDR-Flüchtlinge zu finden. Ich habe ein ausgesprochen konstruktives Gespräch mit Herrn Horn geführt und ich habe in der ungarischen Regierung einen sehr verständnisvollen Gesprächspartner gefunden. Das Thema humanitäre Lösungen ist hier ein Thema, das verstanden wird. Und ich kann nur noch einmal wiederholen, es dient nicht der Sache, wenn ich mich über Einzelheiten hier verbreite. Auch DDR-Bürger wollten Neues erfahren. Wir verstehen Sie und ich möchte hier keine großen Worte machen, denn das hilft Ihnen nicht. Aber Sie können sicher sein, dass die Bundesregierung weiß, was Sache ist. Suthoff hat neue Hoffnung geweckt. Es macht einen nur, was soll ich sagen, wenn man ein bisschen Hoffnung spürt, es macht einen fertig. Ja, ist klar. Vor dem Konsulat waren heute wieder hunderte DDR-Bürger versammelt, die offensichtlich zur Flucht entschlossen sind. Sie hoffen immer noch auf die rettende Ausreisemöglichkeit. Obwohl ab heute Konsulat und Botschaft geschlossen waren, wurde doch eine Notration an Geld ausgezahlt und wichtige Papiere ausgestellt. Auch Verpflegung wurde ausgegeben. Botschaftsangehörige sind unermüdlich im Einsatz. Auch von der Botschaft in Wien haben sich Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Deutschen Malteser Hilfsdienst in Köln, mit der Zentrale. Ich habe gerade mit denen telefoniert. Die haben uns zugesagt, Zelte, Feldküchen liegen, Betten zu bringen, damit wir möglichst viele Menschen unterbringen. Wir kümmern uns jetzt darum, Campingplätze oder etwas zu finden, wo wir das aufbauen können. Wir sind mit der ungarischen Malteser Caritas in enger Verbindung. Ich habe gerade mit einem Pfarrer und mehreren Mitgliedern gesprochen. Diese Organisation, alle diese Menschen sind bereit, hier unseren Landsleuten aus der DDR zu helfen. Und wir hoffen, dass wir möglichst viele Plätze finden, wo wir diese Menschen unterbringen können. Über 600 DDR-Bürger halten sich momentan in Ungarn auf, die alle auf die Ausreise hoffen. Da sie jetzt wissen, dass die ungarische Regierung sie nicht ausweist und die Bundesregierung ihnen helfen will, herrscht heute vor dem Budapester Konsulat das Prinzip Hoffnung. Bei der Bundesdeutschen Botschaft in Wien melden sich immer mehr DDR-Bürger, denen die Flucht über die ungarisch-österreichische Grenze gelungen ist. Seit Freitag waren es mehr als 200. Wegen des Andrangs hat die Botschaft auch am Wochenende Reisedokumente an die Flüchtlinge ausgegeben. An denselben Tagen wurden nach ungarischen Zeitungsberichten 471 DDR-Bürger an der Grenze zu Österreich gestellt. Jedem zweiten Übersiedler aus der DDR fehlt die passende berufliche Qualifikation für die Eingliederung in die hiesige Wirtschaft. Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit Franke sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, knapp 25.000 ehemalige DDR-Bürger seien im Juli ohne Arbeit gewesen. Wie Franke appellierte auch die Vizepräsidentin der Nürnberger Bundesanstalt, Engelin Käfer, an die Übersiedler, alle Angebote zur beruflichen Weiterbildung zu nutzen. Neben Dauerarbeitslosigkeit und Aussiedlerzustrom kommt nun ein weiteres Problem auf die bundesdeutschen Arbeitsämter zu. Es sind meist junge, erwartungsvolle Übersiedler aus der DDR, die bei uns ein neues Leben anfangen wollen. Doch schon beim ersten Schritt in die neue Existenz erlebt die Hälfte herbe Enttäuschungen. Die Bundesanstalt für Arbeit stellt Qualifikationsmängel fest. Bei Übersiedlern aus gewerblich-technischen Berufen gelingt die Eingliederung relativ gut, vor allem in den unteren Qualifikationsebenen. Aber schon bei Facharbeitern kann es schwierig werden. Besonders problematisch wird es allerdings dann bei Technikern, bei Ingenieuren, aber auch bei Akademikern, da hier vielfach der Umgang mit automatisch gesteuerten Anlagen nicht vorhanden war und außerdem eine andere Arbeitsmotivation, Arbeitsorganisation vorher gepflegt wurde. Gerade das, was in unserer Wirtschaft so wichtig ist, in allen Berufen und allen Qualifikationsebenen, nämlich mehr Eigenkreativität, Eigenverantwortlichkeit, ist ja in der DDR erheblich zu kurz gekommen. Dort hat man auf Weisung gearbeitet, nach Plan gearbeitet oder eben auch nicht. Und da gibt es schon Anpassungsschwierigkeiten.
Die Bundesanstalt für Arbeit möchte helfen, aber ihr fehlt für eine gezielte Förderung, wie sie beispielsweise Aussiedler mit Sprachkursen erfahren, die gesetzliche Grundlage. In der Zwischenzeit fordert die Bundesanstalt deshalb die Betriebe auf, selbst dafür zu sorgen, dass die DDR-Übersiedler den Anschluss an den Hightech-Arbeitsmarkt Bundesrepublik finden.